Sie will aufs Grün. Und da frage ich erstmal Chemnitz, wollt ihr die neue Mannschaft sehen? Wollt ihr die neue Mannschaft sehen? Willkommen, Spielzeit 2015-2016. Hier sind die Himmelblauen, hier ist der Chemnitzer. So, und dann darf ich die neuen Akteure im Einzelnen vorstellen. Einer der neuen, die natürlich hinten die Null festhalten sollen. Erlangen geboren vom SC Freiburg, unsere Nummer 1, Daniel Batz. Jetzt sind der 22 ein Himmelblauer, der zweite Torhüter unserer Blauen, der in dieser Saison dazugekommen ist. Das willkommen Kevin Kunz. Im letzten Jahr hat sich mit guten Leistungen dritter Torhüter in dieser Spielzeit, die 32, herzlich willkommen Kevin René Titel. Von Hertha BSC und hat er 62 Mal der Region Naniga gespielt. Mit der Runde Nummer 2 ist gekommen Jamil Bem. Kommen wir unsere Runde Nummer 3, Nils Röseler. Auf der Außenbahn in der Verteidigung haben wir begonnen, dann in die Mitte reingerückt. Die Zuverlässigkeit in Person mit der Nummer 4. Willkommen auch in dieser Spielzeit, Kevin Körner. Siegtitel von Pink Floyd bei uns. Natürlich der Mann, der die Abwehr da hinten richtig zusammenhält. Mit der Nummer 5, Marc Endres. Gerade noch trug er die Kapitänsfinde der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Greuther Fürth mit einigen Zweitliga-Einsätzen. Herzlich willkommen bei den Himmelblauen mit der Rücknummer 7, Marco Rapp. Für den Angriff haben wir ihn geholt, in Augsburg geboren und zuletzt bei Kickers Offenbach gespielt. Herzlich willkommen bei uns in den Raum, Christian Zappe. Vier Assists, 17 Tore, Mannschaftskapitän Anton. Aber am besten ist uns erinnert geblieben sein spektakuläres Kopfballtor gegen den VfB Stuttgart. Herzlich willkommen, Richie! Letztes Jahr 2 Assists, 2 Tore. Da geht noch viel mehr, genauso wie was seine Familie betrifft. Der Jungvater schlechthin, hier ist Sie Pokalspiel hier in der ersten Runde gegen Mainz zurück und dort war einer der Garanten des Weiterkommens. Das 5:4 und dann auch Nervenstand, den vierten Elfmeter hat er verwandelt und rein mit ihm in die neue Spielzeit. Marco Kiel Gomez! Mit 33 Jahren mittlerweile einer der Oldies, aber wir erinnern uns gerne, er war der Schlüsselöffner für den Pokalsieg mit dem 1:0 in Zwickau. Macht noch mehr solche Buden, die 15. Willkommen, Frank Will! Viel in Deutschland und natürlich auch anderswo herumgekommen und jetzt will er allen Kritikern jetzt richtig beweisen. Drücken wir ihm die Daumen für eine gute Saison. Willkommen der 17, Martin Filin. Details später, wo man denn der letzten Saison 3 Assists, 7 Tore, auch eine geile Saison gespielt hat.
Ton des Jahres in Zwickau geschossen hat. Die 19 Philipp Turpitz. Nichts passiert und dann hat er drei Tore eingesetzt und in bester Erinnerung sein Hammer-Fernschuss in Münster. Drei Tore, machen noch mehr. Willkommen in der 20, Fabian! Ja, mit der 21, Alexander Datsch! Der Sonne liegen, doch noch fußballerisch können zu Guatemala im Einsatz gewesen, wichtiges WM-Qualitäten geschossen. Und man sagt nur, was es einfach so bringt, in den letzten Spieltag beim CFC einen Assist zu machen oder natürlich auch seinen ersten Saisontreffer zu landen. Und ich sage herzlich willkommen natürlich mit der 23 Stefano Cicotta. Wieder 24, willkommen vom SVW in Wiesbaden bei unserem Himmelblauen, Alexander Natschik. Letztes Jahr mit der 26, Nikolai Lorenzoni. Gerne in der neuen Saison aufbessern. Unser Top-Neuzugang bei den Himmelblauen. Willkommen, Ronny König! Zugestoßen, das denke ich auch noch ein bisschen Luft nach oben und da lässt allen Kritikern zeigen, dass er wirklich im Mittelfeld einiges bewegen kann. Mit der 28 müssen wir Timo Tschitschen. Wenn es um Pech geht, dann ist er wahrscheinlich der Erste, der ihm dazu einfällt. Leider nur zweimal im Einsatz gewesen, 112 Minuten gespielt und dann lang verletzt gewesen. Und deshalb darf man durchaus sagen, vielleicht auch einer Neuzugang. Alles fühlt sich nicht an, der 29, Karol Karlik. Gestern den Vertrag unterschrieben bei uns der Himmelblauen. 1,87 Meter Fuß, 79 Kilo schwer, Schuhgröße 45, das soll es reichen. Mit der, welche Nummer hat er denn jetzt? 30, doch, Marcel Taffenberger. Verlängerter 31, Tom Schöffel. Unseren Chefcoach, willkommen aus dem Sommer, Carsten Heine. Carsten Buttermann. Daniel Jörg. Ronny Ehemann. Heimann Kretzmann. Olaf Ramm. Daniel Wolfe. Burkhard Rindt. In der letzten Saison das tut aus der Abteilung Krabbelbogen. Ja, ich halte ja schon. Ja, ich bin aber.
dieses Jahr das Ganze natürlich in uns an, damit wir den Kopf Ja, ja.